Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind erstmal im Radio hier alleine und ungefähr in 10, 15 Minuten kommt das wieder Fernsehen dazu. Wir haben eine Freitemen nach wie immer freitags und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Hier ist Daniela. Daniela ist 25 Jahre. Hallo Daniela. Hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen, Daniela. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir ist es ein bisschen ein komisches Thema. Ich lebe in einer, so gesagt, Dreierbeziehung. Mhm. Also mein Mann hat mich vor 6 Jahren, also hier standesgemäß in Deutschland, geheiratet und lebt immer noch mit seiner Ex-Frau. Ja, er lebt mit seiner Ex-Frau. Und lebt auch mit mir, also mit beiden lebt er. Du sagst hier geheiratet. Ist dann dein Mann ausländischer Herkunft? Ja, er ist ausländischer Herkunft. Ja. Und er hat keinen Aufenthalt am Anfang gehabt. Also durch meine Heirat mit ihm, ja, hat er dann einen Aufenthalt bekommen, ja, in Deutschland. Und die seine Ex-Frau, lebt er mit der Ex-Frau hier oder lebt er mit der Ex-Frau in seiner Heimat? Nee, hier in Deutschland. Sie hat dann auch eine Scheinehe begangen, die Frau, um den Aufenthalt zu bekommen. Ja. Hat ihn auch bekommen, also musste jetzt bald auch unbefristet bekommen. Also de facto hat dein Mann seine Ex und dich. Richtig, ganz genau. Und er hat auch zu beiden ein Liebesverhältnis, eine Affäre. Ja, also besser, also der Kontakt jetzt momentan ist besser mit der Ehefrau wie mit mir. Ja. Also mit mir überhaupt nicht. Ich darf ihn nicht anrufen, dass sie das angeblich nicht mitbekommt. Ja. Weiß, seit 6 Jahren läuft da was. Also sie ist, glaube ich, auch nicht vom Baum gefallen. Ja. Ich denke, dass sie schon natürlich weiß, dass er auch mit mir lebt, dass es nicht nur eine Scheinehe ist. Ach so, ihr lebt zusammen auch? Ja, wir leben auch zusammen. Ihr lebt zusammen. Mhm. Wie oft sieht er denn seine Ex-Frau? Ja, jetzt ist er schon seit 2, 3 Wochen nur noch bei ihr. Ich darf ihn nicht anrufen. Nur wenn, also sage ich mal, Notfall, wenn auch vom Amt ein Brief kommt oder wenn irgendwas, auch wenn mir irgendwas jetzt passieren würde, ja, wenn ihn jemand anrufen würde oder zwecks, ich würde in ein Krankenhaus landen, was auch schon vorgekommen ist. Ja. Ich bin in ein Krankenhaus gelandet und da war ein Freund von uns und also Bekannte von uns da und die haben mich dann in ein Krankenhaus gebracht. Ich lag 2 Tage im Krankenhaus, er ist nicht gekommen, den dritten Tag, als ich eine... Hat er denn so richtig Schluss gemacht mit dir und ist gegangen? Oder nee, gar nicht. Gab es einen Streit? Nee, gar nicht. Es gab keinen Streit. Also wir haben schon... Warum sondert er sich denn so oder so klar ab von dir? Er hat sich von heute auf morgen auf einmal so großartig geändert. Mhm. Von heute auf morgen. Also um die Zeit umso knapper, also um die Zeit so mehr geht. Daniela, wir machen eben kleine kurze Pause. Ja. Da sind wir wieder. Ja, super. Das war quasi von heute auf morgen. Das war ja von heute auf morgen, dass er sich verändert hat, dass er zu mir also in der letzten Zeit jetzt grober geworden ist. Mhm. Also als wenn er zu Hause ist, also klappt es jetzt zwischen uns, es ist schön und so. Hallo? Ruft. Ja, hallo? Kaum ruft. Haben wir irgendwie kein Problem, gerade warst du ganz weg. Du sagst grober geworden zu dir. Also, ja. Was bedeutet das, grober geworden? Ja, wenn ich ihm was frage, antwortet er voll gemein und fies zu mir. Hat er dich auch schon geschlagen? Ja, es kam schon sehr oft vor. Das kam also sogar sehr oft vor? Ja. Warum bist du überhaupt bei dem, wenn so etwas sehr oft vorkommt? Wenn das so viele Jahre eher so ein Doppelleben quasi führt, warum bist du bei dem? Ja, ich bin immer davon gegangen, nein, das wird nicht so. Ich habe auch seine Familie gehört, weil ich habe ja mit jedem Kontakt hier abgebrochen. Und hier habe ich ja auch so gesagt keinen. Mhm. Ich habe keine Freunde, also diese 2 Wochen, 3, wo er nicht da ist. Ich stehe morgens auf. Ich bin nur vom Fernsehen, ich habe keinen zum Reden, ich habe keinen zum Weggehen. Ich darf ja bloß nicht mit jemandem Kontakt haben.
Das vermietet er auch. Ja, das vermietet er. Das vermietet er, obwohl du jetzt, obwohl er zu seiner Ex-Frau gegangen ist und sich diese Freiheit herausnimmt. Ja, der vermietet mir nicht so, bloß wenn ich sage, ja, ich war da und da, ach, und hast du da gesucht? Wieso gehst du da? Mhm. Dann kommen solche Sprüche auf Lager. So, jetzt sagen wir nochmal die Zeit. Du bist mit dem Mann 6 Jahre zusammen. 6 Jahre sind wir zusammen. 6 Jahre. Und seit 6 Jahren hat er definitiv auch noch ein Verhältnis zu einer anderen Frau. Richtig. Immer wieder kommt es vor, dass er dich geschlagen hat. Er gibt dir keine Freiheit. Er behandelt dich sehr schlecht. Ja, er sagt zu mir, wenn ich eine Freiheit will, dann kann ich meine Koffer packen und gehen. Ja, aber wo gehen? Ja, das ist ja das Problem. Er weiß ja, dass ich nirgendwo gehen kann. Mit meinen Eltern, also habe ich den Kontakt abgebrochen und die würden auch keinen Kontakt mehr mit mir haben wegen ihm. Ja. Hier habe ich auch mit keinen Kontakt. Der hat mich ja vor allen Leuten, sag ich mal so, weggezogen. Ja. Aber Daniel, das ist kein Argument, zu sagen, ich weiß nicht, wohin ich gehen soll, also bleibe ich bei so einem Mann, der mich so behandelt. Du bist erst 25 Jahre alt. Mit mir will er auch keine Kinder haben. Ich kann nicht sagen, er verändert sich ja oft, sage ich ja. Manchmal ist er so, manchmal ist er so. Weißt du, Daniel, ich möchte gar nicht mehr über diesen Mann reden. Für mich ist der Fall so klar, dass es da keine Perspektive zwischen euch gibt, dass es auch keine Liebe mehr gibt. Sondern ich möchte eigentlich darüber reden, wie du da rauskommst und wie du ein Leben dir aufbauen könntest. Nur zu sagen, das geht nicht, das kann ich nicht, das kann auch wiederum keine Lösung sein. Du bist 25 Jahre alt. Ja, richtig. Willst du denn bis in deine alten Tage jetzt so leben? Nein. Nee, mir ist jetzt alles hochgekommen, also diese alle 6 Jahre. Hast du irgendwas gelernt? Ja, ich bin Bürokauffrau. Hast du im Moment auch einen Job? Nein, momentan nicht. Aber du bekommst Hartz IV oder Arbeitslosengeld? Ja, richtig. Irgendwas. Ja. Ich bekomme Hartz IV. Also wir bekommen schon mehr zusammen. Ja. Bekommen wir 1200 Euro. Ja. Also es gibt Mittel und Wege, dass du auch alleine auf die Beine kommst. Ich kann alleine auf die Beine kommen. Dann wirst du das machen. Dann musst du das machen. Und zwar ganz schnell. Eher morgen als übermorgen. Ja, du hast schon recht. Mensch, du hast sechs Jahre, hast du jetzt dich damit herumgeschlagen mit der ganzen Sache? Das war ja nicht immer so, es ist ja extrem geworden. Okay, vielleicht war es am Anfang nicht ganz so schlimm, aber... Nee, das war überhaupt nicht schlimm am Anfang, weil er ist dann aber das ist, das ist auch jetzt egal, Daniela, wie es ganz am Anfang war. Entscheidend ist, wie es jetzt am Ende geworden ist. Und wie du dich fühlst, und du fühlst dich mit diesem Mann nicht glücklich, du fühlst dich nicht respektiert von dem Mann. Ja, und der Mann gibt dir keine Lebensperspektive. Also? Nee, überhaupt nicht. Der sagt zu mir zwar ständig, ich soll mich ändern, aber ich weiß nicht, wie ich mich ändern soll. Und so zwecks Kinder zum Beispiel jetzt. Und ich weiß nicht, wie ich mich ändern soll. Ich habe mit gar keinen Kontakt. Ich habe mich ja 2 Monate von ihm getrennt. Mhm. Ich bin dann nach München gefahren und er ist da mit seiner Freundin Urlaub gefahren. Mhm. In dieser Zeit hat er mich nicht einmal angerufen, nicht einmal gefragt, was mit mir ist, wo ich bin. Als er zurück also nach Deutschland wieder kam, da hat er mich angerufen und danach 2, 3 Tage ist auch hinter mir hergekommen und hat mich geholt. Mhm. Und natürlich bin ich darauf reingefallen, aber jetzt, also es war noch nie so extrem wie jetzt. Jetzt wird er nicht mal handgreiflich, aber er verletzt mich jetzt anders mit diesen. Er ist nicht da, ich darf ihn nicht anrufen, ich darf ihn zwecks nur anrufen. Das ist demütigend ist das. Das ist Katastrophe. Das ist Katastrophe. Ich habe mich auch mit keinem getraut, darüber zu reden und keiner weiß es ja, dass es eine Dreierbeziehung ist. Ja, ja. Daniela, okay. Also ganz klare Sache, mal von meiner Seite aus, ganz klar, du musst da raus, wenn es auch schwierig ist für dich. Ich würde gerne, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst, dass er dir noch einige Adressen an die Hand geben kann, an die du dich wenden kannst, wo du ein bisschen Hilfe bekommst auch so, gerade wenn du dich jetzt für ein neues Leben entscheidest. Auf jeden Fall ist meine Meinung ganz klar, du hast jetzt genug ausgehalten und genug mitgemacht und ihm wahrscheinlich sehr viel Chance gegeben, jetzt ist Schluss, jetzt musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen und nach vorne schauen, ohne ihn. Ja? Mhm. Daniela, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich sofort wieder an, okay? Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. So ihr Lieben, wir machen eine kleine Pausenmusik und dann kommt das Fernsehen.
meine lieben Fernsehzuschauer, wir sind etwas verspätet. Aber nun sind wir da. Ich freue mich sehr. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier im Fernsehen schon, im Radio schon angefangen und haben auf euch gewartet. Wir haben wie immer eine freie Themennacht. Freitag auf Samstag. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Also ran ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und der nächste Anrufer ist die Jana. Jana ist 34. Hallo Jana. Hallo. Hallo. Mein Thema ist der Missbrauch meiner Tochter. Aha. Wie alt ist deine Tochter? 10. 10? Hm. Wer hat deine Tochter missbraucht, Jana? Mein Lebensgefährte, also damaliger Lebensgefährte jetzt natürlich. Hm. Wie lange liegt das zurück? Das rausgekommen ist das vor 3 Monaten. Ja. Wie alt ist dein Kind? Die ist 10. 10 Jahre, hast du dort gesagt, Entschuldige, ja. Ich weiß gerade mit den Zahlen ein bisschen durcheinander. Vor 3 Monaten rausgekommen. Mhm. Wie ist das rausgekommen? Meine Tochter hat mir das erzählt und zwar war das irgendwie war das komisch. Sie wollte meinem Partner keine guten Nacht mehr sagen und da habe ich sie dann drauf angesprochen, warum, wo wir alleine waren mal. Ja, und dann hat sie mir halt diverse Sachen erzählt. Zum Beispiel, dass er sich vor ihr einen Vibrator im Po geschoben hat und sowas. Sie hat mir dann auch genau sagen können, wo das alles versteckt ist. Und genau so war es auch? Ja, genau so war es. Hat er das Kind vergewaltigt? Ich hoffe nicht. Hm. Das ist, ja, das weiß ich nicht. Weißt du, wie lange das angehalten hat, wie lange er das mit ihr gemacht hat? Also laut Kinderschutzbund, ich war auch beim Kinderschutzbund, wo sie dann mehrmals war. Da hat sie gesagt, das erste Mal, wo er komisch war, wäre November gewesen. Mhm. Also es lief dann wohl schon eine ganze Weile. Mhm. Wie lange lebt ihr beiden, deine Tochter und du, denn mit diesem Mann schon zusammen? Über 5 Jahre. Mhm. Du hast überhaupt gar nichts irgendwie gewittert an ihm, dass Nein, er... Nein, gar nicht. Wie war denn so das nach außen das Verhältnis zwischen ihm und der Kleinen? Sehr gut. Sehr gut. Wie Vater eigentlich, und Tochter ja. eigentlich. Du hast voller Vertrauen ihm das Kind auch anvertraut und gar keine Bedenken gehabt. Nee, die waren auch mal zusammen duschen, also eigentlich ganz normal. Also nichts, wo ich sagen würde, das war schon komisch. Ja. Gar nichts. Also mit dem Vibrator, das ist ja schon... Das war noch mit einer der harmlosesten Sachen. Was war weniger harmlos? Mhm. Wobei das nicht harmlos ist. Ja, dass er versucht hat, mit dem Vibrator bei ihr reinzugehen. Mhm. Oder dass er mit seinen Fingern bei ihr drin war wohl. Mhm. Und sowas dann. Das Ganze ist ungefähr vor drei Monaten rausgekommen, sagst Richtig. Du. Mhm. Wie hast du da reagiert, nachdem deine Tochter das erzählt hat? Ja. Es ging immerhin um den Mann, den du auch bis dahin offensichtlich geliebt hast. Ja, ich war fassungslos. Erstmal, das war auf dem Weg nach Hause und wo sie dann anfingen, was zu erzählen und er war dann nicht zu Hause. Gab es da so einen Moment, wo du dachtest, das kann nicht sein, das fabuliert sie jetzt oder ist Nein, wo sie das, nee, sie konnte mir ja genau sagen, sie hat mir genau gezeigt, wo das alles versteckt ist, ja, Vibrator, ja, das ist schon klar, aber Leitcreme und... Ja, ja, gut, als du es dann gefunden hast, ist mir klar, aber im ersten Moment, als sie es erzählt hat, gab es da... Nee, ich habe nur gedacht, so, ja, mit diesem Vibrator erst so, ja, vielleicht durch doofen Zufall, dass sie das zufällig mitbekommen hat, dass er halt mit, aber dann, wo ich... Das war ja ein paar Minuten später, wo sie mir das alles gezeigt hatte. Also war dann nach einiger Zeit schon klar, nach recht kurzer Zeit klar, sie sagt die Wahrheit. Ja. Es ist so. Für mich ja. Für mich auf jeden Fall. Dann hast du ihn wahrscheinlich sehr schnell damit konfrontiert. Ja, ich habe kurz danach direkt angerufen, weil er ja nicht zu Hause war. Habe ihm gesagt, dass ich diverse Sachen gefunden habe und dass ich meiner Tochter gesprochen habe und er wollte mir das dann erklären. Und dann war das Telefonat auch beendet und dann kam er auch irgendwann und dann habe ich ihn mit meiner Tochter zur Rede gestellt und ihn anschließend ins Landeskrankenhaus gebracht. Ihn? Ja. Ist er freiwillig gegangen? Ja, ich habe gesagt, anders geht's nicht.
Mhm. Ich so, du musst in Therapie, ich bringe dich da jetzt hin, ob er damit einverstanden ist. Und er sagte dann ja und ja, und dann habe ich ihn weggebracht. Und da ist er noch immer? Nein, leider nicht. Wo ist er? Frei. Frei? Ja. Was für mich das Schlimmste überhaupt ist, weil, ja, es schränkt einen ein. Wie meinst du? Ja, es ist Kirmes. Es kann ja sein, er hat selber zwei Kinder. Es kann ja sein, man kann ihm begegnen. Mhm. So dieses, meine Tochter, wenn die zur Schule fährt, die fährt muss in denselben Bus wie er, wenn er mit dem Bus nach Hause fährt. Hast du auch Angst, dass er nochmal an dein Kind herangeht? Nein. Das nicht. Das wird er sich nicht. Aber du hast natürlich berechtigte Angst, dass das Kind konfrontiert wird mit ihm. Ja, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Hast du ihn angezeigt? Ja, auch. Ich habe dann zu Hause ein paar Tage später, wir haben einige CDs gehabt, die nicht beschriftet waren, und die habe ich durchgeguckt. Im Gedanken hatte ich, dass er vielleicht sie aufgenommen hat. Mhm. Er hat auch eine Webkamera. Mhm. Und da habe ich dann kinderpornografische und Tierpornos gefunden, wo ich dann abends, also die Nacht war das, dann noch eine E-Mail an eine Kriminalpolizei geschrieben habe und dann aber am nächsten Nachmittag, das war auf dem Sonntag, dann direkt bei der Polizei angerufen habe, weil ich das einfach nicht ertragen konnte, dieses Wissen, hier ist Kinderpornografie, ich habe ein Kind zu Hause, das geht nicht. Hat die Polizei das dann alles beschlagnahmt? Ja, ja. PC und alles, also wirklich alles. Wo lebt er denn jetzt, wo hält er sich auf? Weißt du das? Ja, durch einen Rechtsanwalt. Mhm. Ihr habt ja zusammen gelebt, zusammen gewohnt, wie du es beschrieben hast. Ja, da gibt es dann noch viele Sachen irgendwie zu regeln. Das heißt, er hat Gegenstände in der Wohnung. Wie ist das alles organisiert worden? War er dann nochmal bei euch in der Wohnung? Nee, also ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Ich habe innerhalb von 3 Tagen eine neue Wohnung gehabt. Mhm. Mhm. Dann, er war ja, ich weiß gar nicht, 4 Wochen, glaube ich, im LKH. Mhm. Wo ich dann genügend Zeit hatte, das alles zu organisieren. Ah, ich habe seinen Schlüssel gekriegt, also den habe ich mir abgeholt, so dass er auch nicht mehr in die Wohnung kommt. Und ja, klar, Papiere und das. Ich habe ihm das, was er an Papiere braucht, habe ich ihn ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Und hast du ihn da nochmal gesehen oder hast du es einfach abgegeben? Hast du ihn gesehen? Ja, mehrmals. Und auch nochmal mit ihm gesprochen? Ich habe ihn mal gefragt, warum, dass ich das nicht verstehe. Aber ich konnte es mir nicht erklären und ich kann es auch nicht begreifen. Hm. Glaubst du, wie alt ist er? Er ist 42. Ja. Glaubst du oder hast du die Befürchtung, dass er früher auch schon mal sowas gemacht hat? Das weiß ich nicht. Kann ich so durch die... Ich hab, das hast hätte du das nie erwartet und durch diese ganze Situation, keine Ahnung. Und du fragst ihn, warum, und er sagt, ich weiß nicht. Ja. Er weiß nicht, was ihn da geritten hat, und er hätte nichts gemacht, was ihn nicht auch wollte, und jetzt durch die ganze Anzeige habe ich vom Rechtsanwalt das Schreiben gekriegt, was er ausgesagt hat, was sie ausgesagt hat, weil ich bei der Aussage selber nicht dabei war, weil sie das nicht wollte. Dann, dass die Initiative mehr oder weniger von ihr auskam und jetzt diese ganzen Lügen. Er wäre freiwillig ohne Aufforderung ins LKH gegangen und das alles, was überhaupt nicht wahr ist. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass deine Kleine nicht dabei sein wollte? Nein. Die wollte nicht, dass du dabei bist? Ja, richtig. Warum? Bei der Richterin, weil es ihr einfacher war, da auszusagen. Weil sie sich dann weniger schämt, oder? Ja, genau. Ah, ja. Weil sie ist hat auch so schon geäußert, dass sie, also am Anfang zumindest, dass sie sich wünscht, dass sie nichts gesagt hätte. Weil es natürlich auch sehr viele Veränderungen gibt. Natürlich, natürlich. Einmal, sie hatte einen Schulwechsel, weil sie von der 4. in der 5. Und dann, der ganze Umzug. Wird sie denn ordentlich psychologisch betreut? Begleitet im Moment? Sie verweigert jede Aussage. Also sie sagt gar nichts mehr über dieses Thema. Sie macht komplett zu, wenn man versucht, mit ihr zu reden. Keine Chance. Sie redet mit mir nicht mehr darüber. Überhaupt nicht. Darüber redet sie gar nicht mit dir? Nein. Wie ist denn sonst die Stimmung zwischen euch beiden? Ja, sie ist
sehr, sehr anhänglich geworden. Mhm. Und ja, ist sehr launisch. Mhm. So, also es ist wirklich sehr, sehr schwer mit ihr. Ich glaube, in diesem Fall, wenn das Kind erstmal sagt, es will keinen Kontakt nach außen mit fremden Leuten, wäre es sicherlich sehr gut, wenn du eine gute psychologische Begleitung hättest zurzeit. Mhm. Um auch einfach so einen professionellen Hintergrund zu haben, wie man in der Situation richtig mit dem Kind umgeht. Ja, wir haben ja auch schon versucht, über Kinderschutzpunkt, da ist sie ja hingegangen, bis zur Aussage. Mhm. Und seit dieser Aussage ist gar nichts. Ich komme an sie nicht ran. Mhm. Wenn im Fernsehen mal hier irgendwie Werbung von, ist ja oft, wenn sie länger auf ist am Wochenende, dann diese Werbung von den 0190er-Nummern kommt, dann macht sie die Augen zu. Mhm. Das ist mir schon klar, dass du nicht an sie rankommst. Aber ich fände es wichtig, dass du mit einem Psychologen in Kontakt stehst, um gemeinsam zu beraten, wie du dich richtig verhältst, um an das Kind heranzukommen. Mhm. Aber ja. Du hast keinen Kontakt im Moment zu einem Psychologen. Doch, ich war früher schon mal in psychologischer Behandlung, da bin ich auch. Aber irgendwie bringt mich das nicht weiter. Ich merke immer weiter, ich versuche mich einzuigeln. Hm. Ich vermeide es irgendwie, ja, rauszugehen. Sprichst du denn mit einer Psychologin oder mit einem Psychologen über das, was vorgefallen ist? Ja, das schon. Ja, klar, das schon. Mhm. Aber es, irgendwo, gestern waren wir auf dem Kirmes. Dann hat sich ein Mann neben ihr gesetzt. Mhm. Ich hätte sie am liebsten herausgerissen. Ich finde, vielleicht ist das nicht der richtige Partner, den du da an deiner Seite hast. Ja. Ich finde schon, dass du jemanden brauchtest, einen professionellen Menschen an deiner Seite, der dir jetzt und letztendlich dann auch indirekt deinem Kind hilft. Mhm. Ich würde gerne, dass wir mal gemeinsam ein bisschen nachdenken und versuchen, dir zu helfen. Mhm. Dafür möchte ich dich bitten, aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, Jana. Ja. Ja, machen wir es so? Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Hier ist Pia und Pia ist 33. Hallo Pia. Ja, hi Domian. Guten Morgen. Morgen. Deswegen rufst du an? Ich bin etwas erschüttert, jetzt gerade noch durch die Geschichte von der Jana. Aber nur ganz kurz dazu, wenn die Jana jemanden möchte, der selber mal betroffen davon war, dann bin ich gerne bereit, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Gerne, können wir ihr anbieten und dann kann sie entscheiden, ob sie das möchte. Aber dafür rufe ich jetzt nicht an. Also mein Problem ist folgendes, ich habe eine Partnerschaft seit 5 Jahren, mit dem ich auch 2 Kinder habe. Und er ist aufgrund einer Nebenbei-Beschäftigung, also als Fliesenleger, also bei einer Frau gewesen, wo er halt fremdgegangen ist. Mhm. Der Klassiker. Handwerker kommt in die Wohnung. Das eben schon mal, ja. Ja. Gut, so lustig war es jetzt für mich nicht, obwohl das nicht das Problem ist, dass er jetzt mit ihr ins Bett gegangen ist, auf gut Deutsch gesagt, weil ich mir damit die Schuld dran gebe. Was mein Problem ist, ist halt, dass er eine ganze Woche bei dieser Frau war, also praktisch uns als Familie verlassen hat für eine Woche. Stopp mal, ich das in Vergessenheit geredet. Du hast gerade gesagt, du gibst dir selbst die Schuld daran, dass er mit der Frau ins Bett gegangen ist? Ja, gebe ich mir. Weil auch durch diese Geschichte, halt, was ich gerade am Anfang angesprochen habe, mit der Betroffenheit, was auch Diana hatte, bei mir das Problem ist, dass ich sehr schwer abschalten kann im Moment. Mhm. Und ich habe ihn halt, ich sag mal so die letzten 4-5 Monate wirklich zappeln lassen. Also jetzt nicht nur sexuell, sondern auch, ich war auch nicht mehr anhängig zu ihm. Also er wollte ständig irgendwelche Umarmungen, was ich nicht mehr wollte. Ja, das heißt... Wir können es ja mal aussprechen, dass du in deinem Leben irgendwann früher auch mal einen sexuellen Missbrauch hast ertragen müssen. Nee, es ist genauso wie bei der Jana, dass es meinen Sohn betraf, der zu dem Zeitpunkt 9 war. Ach so. Ja, es ist genau, es ist fast die gleiche Geschichte. Es war mein Ex-Mann halt damals. Ja. Und diese Missbrauchsgeschichte von meinem Sohn hat mich aber auch sehr mitgenommen. Mhm. Und ich habe irgendwie zugemacht. Ich weiß nicht, ich habe auch zu viele Sachen in meinem Kopf gehabt, halt diese Missbrauchsgeschichten, auch andere Dinge. Aber dein jetziger Partner weiß davon, was da vorgefallen ist? Der weiß davon, der hat das live mitbekommen, als alles rauskam, ja. Und das liegt ja schon eine ganze Weile zurück. Ja, es ist so, dass es vor fast 3 Jahren jetzt rauskam, dass das Ganze aber immer noch über die Staatsanwaltschaft läuft und dadurch... Das heißt, du bist schon
seelisch damit sehr beschäftigt, bis eben bis in die Gegenwart hinein. Ja, es ist so gewesen. Ich habe damals, als das rauskam, selber unter Panikattacken gelitten durch diese Sache. Da hat mein Partner natürlich auch viel mitgemacht, weil ich gar nicht mehr vor die Tür gegangen bin. Es war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und das wirft er mir einerseits auch heute noch vor. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem aktuellen Vorfall. Er ist also erstmal fremdgegangen mit der Frau, da, die er da zu bedienen hatte als Fliesenleger. Ja, genau. Und ist aber auch eine Woche bei der geblieben. Ja, also wir hatten uns Freitag mal wieder gestritten, das war freitags, und er hat dann so ein paar Sachen von ihm gepackt und gesagt, er geht mal zu einem Freund. Und ich konnte ihn aber dann die ganze Nacht nicht erreichen, weil das Handy aus war, und da wusste ich schon, das stimmt was nicht. Es war wirklich mein reines Bauchgefühl, was mir sagte, er ist bei dieser Frau, weil da habe ich ihn ja noch eine Woche vorher immer hingefahren, zum Arbeiten halt und auch abgeholt, ne? Und ich habe mich dann praktisch da vor die Haustür gestellt, und so war es auch, dass er dann irgendwann rauskam. Nur wie er das Ganze abgezogen hat, also er hat es eiskalt mit Lügen abgezogen. Er hat zum Beispiel zu dieser Frau gesagt, zwischen uns wäre schon länger Schluss. Zwischen dir und deinem Leben. Weil er vielleicht die Frau sonst nicht rumgekriegt hätte, ich weiß es nicht. Woher weißt du das, dass er ihr das gesagt hat? Weil es eskalierte dann bei dieser Frau natürlich vor der Tür, weil ich natürlich auch wie vom Kopf geschlagen war. Ja. Und er sagte dann vor dieser Frau und vor mir, was willst du, zwischen uns ist doch schon lange vorbei. Ach, die kam denn dazu, die Frau? Ja, ja, die Frau kam dann dazu. Und ja, dann eskalierte das, wie gesagt, an dem Tag, und dann ist er halt auch da geblieben. Kam aber allerdings jeden Tag für die Kinder, wir haben zwei Kinder zusammen, nach Hause zu uns für eine Stunde, für zwei Stunden so. Und ist aber immer wieder zu dieser Frau zurückgegangen. Bis auf eine Woche später ist er dann halt geblieben bei mir. Wie ist der Stand jetzt ganz aktuell heute, die letzten Tage? Der Stand ist also jetzt folgender, dass ich ihm absolut gar nicht mehr vertraue. Das ist irgendwo... Er ist also jetzt heute mal alleine rausgegangen mit einem Freund. Achso, aber er ist jetzt wieder bei dir, bei euch, eigentlich? Er ist wieder bei uns, genau. Er ist mal gerade draußen. Seine Sachen sind wieder hier, die habe ich allerdings abgeholt, weil er sich zu feige war. Ja. Und er hat auch gesagt, er bereut es, dass er das getan hat. Aber für mich ist wirklich immer noch das Problem, ob ich überhaupt das Richtige tue, dass ich ihm nochmal die Chance gegeben habe, ihn zurückzunehmen. Weil ich ihm jetzt im Moment natürlich jetzt gar nicht mehr vertraue. Ja, wobei die Grundfrage natürlich ist, was für Gefühle du hast zu diesem Mann noch. Das ist ja eben, was ich nicht weiß im Moment. Das ist mein Problem, ne? Aber es ist so, wir haben, wie gesagt, zwei Kinder zusammen. Der eine ist 3 Jahre erst. Der hängt wahnsinnig an seinem Vater und hat in der Woche wahnsinnig gelitten. Und ich überlege jetzt immer, mache ich das nur deswegen oder mache ich es auch für mich? Ich meine, ihr steht alle ja unter einer extremen Belastung, wie du es gerade erzählt hast, aufgrund der Dinge, die da vorgefallen sind in der Vergangenheit. Und da dreht man ja auch schon mal durch. Und da macht man ja schon mal Sachen, die man vielleicht gar nicht machen möchte. Und man sagt auch schon mal Sachen. Er sagt, dass ihm das leid tut, bei der Frau gewesen zu sein. Ist das so? Er sagt schon, dass ihm das leid tut, ja. Aber wie er es abgezogen hat, auch was die Frau mir erzählt hat, was er auch nicht bestritten hat, wie das Ganze zustande gekommen ist, nehme ich ihm das nicht so ganz ab halt, ne? Aber er hat sich nicht in die Frau verliebt. Er sagt nein, also die Frau sagt, er hätte zu ihr gesagt, ich liebe dich. Naja, gut. Aber gut, er sagt nein, das glaube ich ihm eigentlich auch. Du bist ja deiner Gefühle nicht sicher im Moment, nee, du bist nicht klar. Was sagt er denn zu dir und zu eurer Beziehung? Was sagt er über dich? Ja, es kracht hier halt eigentlich alle zwei Tage ständig. Das ist das Problem. Jetzt nicht wegen dieser Geschichte, sondern... wir haben kurz drüber gesprochen, was überhaupt schiefgelaufen ist. Unter anderem musste er seine Firma aufgeben, ist arbeitslos zurzeit und so weiter. Noch eine Belastung mehr? Das ist eine von mehreren, Von mehreren, ja. Also es sind wirklich einige Belastungen. Er hat keinen Führerschein, er ist eine Zeit lang mal zweimal ohne gefahren und da auch angehalten worden. Ich höre schon, das heißt, die Nerven liegen eigentlich blank bei euch. Ja, also bei mir, das ist das Problem, bei mir liegen die Nerven blank. Nochmal meine Frage. Und ich kann nicht abschalten, er kann das eigentlich sehr gut. Ja. Ne? Nochmal meine Frage, was du glaubst, was er für dich empfindet? Ich habe immer das Gefühl, dass ich für ihn nur Mittel zum Zweck bin. Das ist mein Gefühl. Was ist das für ein Zweck? Der Zweck einfach, dass ich mich um die ganzen Dinge, die zu erledigen sind, alleine kümmere. Ach so. Bis auf die Kinder, ne? Das darf ich nicht sagen, aber die ganzen anderen Sachen, sei es jetzt finanzielle Sachen, sei es irgendwelche Schreiben, die aufgesetzt werden müssen, das bleibt alles an mir hängen. Ich habe so den Eindruck, während du so erzählst, oder sind ja so viele
Sachen kommen da so zusammen, dass du auch den Eindruck hast, das ist ja alles über den Kopf gewachsen. Und ja, natürlich. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, schon angesprochen, eine sehr große Belastung. Mhm. A, mit meinem Sohn, was immer noch nicht abgeschlossen ist. Wäre das denn für dich, Pia, eine abgesehen von allen praktischen Fragen, nur mal jetzt so in der Theorie durchgespielt, wäre das für dich, ja, ich sag mal, eine Entlastung, wenn du dir vorstellst, ihr würdet erstmal euch räumlich mal für eine Weile trennen? Das ist, was wir jetzt getan haben. Also er wohnt zwar jetzt noch mit mir hier, aber er hat schon sein eigenes Apartment jetzt, damit ich zumindest, das war das, was ich wollte, weil ich einfach den Druck nicht mehr ausgehalten habe, mich um seine Sachen mitkümmern zu müssen, weil ich hätte ja mit... Also, das finde ich, schon mal eine sehr, sehr kluge Sache, die ihr da beschlossen habt. Mhm. Sehr klug finde ich das. Ja, nur? Er ist ja halt trotzdem jetzt immer hier, ne? Es ist eigentlich nur provisorisch halt, sage ich jetzt mal. Na gut, dann könntest du vielleicht das noch ein bisschen, dahin drängen, dass ihr wirklich räumlich de facto auch etwas getrennt seid und euch auch nicht so oft seht. Ja, aber dann kommt meine Angst halt wieder, ne? Was macht er dann? Ist dann eine andere Frau bei ihm oder? Ja, da musst du dann auch in einer gewissen Weise loslassen können und erstmal zu dir finden und auch eine Beruhigung finden. Ja, das Komische ist, Domian, noch ganz kurz, ich erwische mich im Moment selber dabei, was ich sonst nie getan habe, wie ich mit anderen männlichen Personen, sage ich jetzt mal so, schon mal flirte. Mhm. Was ja auch nichts Schlimmes ist, aber was ich sonst, wie gesagt, nie getan habe. Und ich frage mich die ganze Zeit, tue ich das, um den Absprung zu schaffen? Mhm. Oder warum? Ich weiß es nicht. Aber du beobachtest dich ja schon sehr genau. Und du stellst ja auch immer wieder Fragen, die auch berechtigt sind und findest noch nicht so richtige Antworten. Wärst du denn bei, ich fände es so richtig und so wichtig, wenn du zu einem Therapeuten gehen würdest? Domian, ich war eine Zeit lang beim Therapeuten durch die Panikattacken und diese Missbrauchsgeschichte. Nur ich habe leider nicht das Glück, dass hier so viele Therapeuten frei sind. Ich hatte dann eine gefunden, die endlich frei ist. Allerdings ist da mein Problem, ich brauche jemanden, der mir auch mal seine Meinung sagen kann. Ach so. Also sie redet so immer so ein bisschen halt nach meiner Nase auch Herm und das tut mir leid und das ist nicht das, was ich brauche. Ne? Also da ist keiner in der Umgebung, der im Moment halt nicht. So sein die sind halt alle. Also das wäre schon ideal. Ich meine, so, ich glaube, dass du intuitiv schon ein paar richtige Sachen gemacht hast, nämlich dass du ja auch mit wahrscheinlich eingefädelt hast, dass er dieses Apartment bekommt. Dann würde ich an deiner Stelle auch noch mehr auf Distanz gehen, um einfach mal ein bisschen, damit du dich auch beruhigst. Darüber hinaus wäre es natürlich toll, wenn du einen handfesten Menschen hättest als Gesprächspartner, wo man einfach auch über einen längeren Zeitraum immer wieder mal so reden könnte. Ja, und, stimmt. Das klingt alles so verworren und so verknäuelt, dass man da einfach wirklich eine dritte Person braucht, um da ein bisschen Klarheit zu finden. Ja, ich hatte ihm ja auch schon mal vorgeschlagen, halt zu so einem Paartherapeut zu gehen. Ja. Das ist aber, was er im Moment nicht möchte. Ne? Dann wäre natürlich da die Überlegung noch, müsste man mal gucken, wo jemand in eurer Umgebung ist, dass du das zumindest alleine mal ein paar Mal machst, zu einem Paartherapeut zu gehen. Ja, ich glaube, ich muss auch nicht. Ich würde an der Stelle wirklich jetzt jeden Strohhalm nehmen und ich meine, du hast ja auch hier angerufen, um einfach mal andere Meinungen zu hören, sich auseinanderzusetzen und wenn da so eine Person in der Nähe wäre, wir gucken mal gleich, ob wir irgendwas finden, wäre das, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt. Ja, das stimmt. Ja. Dann legst du mal bitte auf, Pia, und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und dann guckt der dann, was da los ist, okay? Okay, danke schön auch fürs Zuhören. Alles Gute. Auch tschüss, Pia. Meine Lieben, morgen ist Promi-Tag bei uns und Samstag ist Promi-Tag bei uns und mein prominenter Gast ist der Bestseller-Autor Frank Schätzing. Das ist der Mann, der diesen Millionen-Roman geschrieben hat. Ein Welterfolg, wirklich ein ganz großer Welterfolg. Der Schwarm, eine Science-Fiction-Thriller-Geschichte, da geht es um eine Intelligenz, die sich in den Ozeanen versteckt hat und die dann sich an den Menschen rächt, weil die Menschen so sehr viel Schlimmes unter anderem auch mit dem Meer angerichtet haben. Das ist mein Gast morgen. Wenn ihr gerne mit Frank Schätzing auch sprechen wollt während der Sendung, dann meldet euch am besten jetzt schon an oder ruft eine Stunde vor der Sendung an oder eben während der Sendung. Die Sendung beginnt um 23.45 Uhr hier bei uns im WDR Fernsehen. Hier ist Wolfgang und Wolfgang ist 49 Jahre alt. Hallo Wolfgang. Hallo, grüße dich, Domian. Hallo.
Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich habe ein Problem mit meiner Frau. Ich bin 25 Jahre verheiratet. Mhm. Wir haben fünf Kinder. Gratulation. Ja, und meine Frau ist, ich lebe getrennt von meiner Frau seit anderthalb Jahren, auch Entscheidung. Sie ist lesbisch geworden. Aha. Ja, und da komme ich einfach natürlich nicht klar. Die Kinder kommen auch nicht klar. Ich bin selber körperbehindert, habe dadurch durch den ganzen Stress jetzt auch einen Hirntumor bekommen noch. Und ja, bin einfach überfordert. Freunde haben sich total abgekapselt von mir. Ich bin also sozusagen ganz alleine und an weiter Front. Eins nach dem anderen. Ich glaube nicht, dass man aus Stress einen Gehirntumor hat. Ja, doch. Also ist mir gesagt worden, dass ich also dadurch bedingt, durch diese ungeheure Anspannung, weil ich war sehr fixiert auf meine Frau, dass ich also praktisch erstmal alles reingefressen habe. Ich habe keine Person gehabt, mit der ich reden konnte. Mhm. Inzwischen habe ich immer einen Psychologe, der sich ein bisschen mit mir beschäftigt, aber das bringt mich auch irgendwie nicht weiter. Was ist das für ein Tumor? Das ist ein Hypophysentumor. Was heißt das? Ja, das heißt, jetzt aber lach bitte nicht, dass ich die Symptome wie eine schwangere Frau hatte. Ich hatte innerhalb von 3 Monaten 40 Kilo zugenommen, Milch in der Brust gekriegt und dementsprechend, ja, Sehstörungen, ne, und so weiter. Was kann man dagegen machen? Ja, zurzeit bekomme ich Hormone. Man kann das operieren, ist natürlich eine etwas heikle Operation. Aber damit komme ich im Moment wohl gut klar, nur eben, wie gesagt, mit dem Problem mit meiner Frau ist, weil meine Frau stellt sich ihrem Problem nicht. Also ist das ein, ich muss mal zu dem Tumor fragen, ist das ein bösartiger Tumor? Nein, das ist ein Makroadenom, nennt sich das. Ah, ja. Das ist praktisch eine Verdickung, eben ein Tumor, der gutartig ist, aber der natürlich aufgrund dessen, weil der wächst, ja ein bisschen stört da und eben alles kaputt macht. Ne? Aber damit, das habe ich ja schon so verstanden, damit du hast das Gefühl, damit irgendwie zurechtzukommen, aber das Hauptproblem ist, dass deine Frau weg ist. Ja, meine Frau, sie ist weg, genau. Die ist vor rund anderthalb Jahren ist sie abrupt ausgezogen, weil ich hier drauf gekommen bin, dass sie, wie gesagt, lesbisch war. Sie hat mich vorher schon 4 Jahre betrogen. Davon habe ich nichts gemerkt. Mit einer Frau? Arbeitsunfall gehabt. Ja. Und lag anderthalb Jahre im Krankenhaus und habe da nichts mitgegangen, da ist so ein bisschen an mir vorbeigekommen und habe dann irgendwann mitgekriegt, dass sie im Internet wohl eine Frau kennengelernt hatte, mit der sie dann auch was hatte. Und hattest du irgendwie auch eine ansatzweise eine Ahnung, dass deine Frau lesbische Neigung hat? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also sie hat eigentlich, sag ich mal, weil wir im weiteren Bekanntenkreis so jemand haben, darüber gewettert, dass sich praktisch dann die Frau so aufführt und die Kinder dann halt Probleme dadurch kriegen in der Öffentlichkeit. Ne? Ist sie denn jetzt in einer festen Beziehung mit einer Frau? Sie ist jetzt in einer festen Beziehung. Ja. Und wo sind die Kinder? Die Kinder sind bei mir, die hat sie einfach zurückgelassen. Die sind bei dir, alle fünf Kinder sind bei dir? Alle fünf Kinder, ja. Und du hast gesagt, du bist körperbehindert? Ja, richtig. Was hast du für eine Behinderung? Ich habe einen Arbeitsunfall gehabt, ich habe eine Tibia-Trümmerbruchfraktur gehabt. Das heißt also, ich habe eine Probleme mit meinen Beinen, mit meinem Knie. Ja. Ne, ich habe also... Heißt das, dass du im Rollstuhl sitzt? Nein, ich kann also laufen, aber nur mit Schwierigkeiten und habe da Lymphödem. Das heißt, mein Unterschenkel ist so 6 bis 10 Zentimeter, je nachdem nach Schwellung, dicker als der andere. Als das sind alles Folgen von diesem Unfall. Ja, genau. Und du schaffst das, 5 Kinder durchzukriegen? Ja, ich muss das schaffen. Wie alt sind die Kinder? Die jüngste ist 15 und die älteste ist 22. Ah ja, die auch noch im Haus ist? Ja, die sind, also wie gesagt, jetzt vier sind noch bei mir. Mhm. Und die zweitälteste, die hat jetzt selbst ein Kind bekommen. Mhm. Und eine Frau hat das Kind noch nie gesehen, ist also Oma geworden, jetzt vor 4 Wochen. Aber dann kann die eine, die 20, sagst du, ne? 20 ist die? Ja, richtig. Ja, die kann die ja dann auch schon zur Hand gehen. Ja, die hat selbst aber mit sich selbst so genug zu tun, mit Ausbildung und so weiter. Ne? Wie ist das Verhältnis zwischen dir und der Frau? Ist im Moment völlig Funkstille? Ja, es ist Funkstille. Also ich komme damit nicht zurecht, weil wenn man ein Problem bespricht, beziehungsweise wenn sie sich erklären würde, warum das so ist, ne, dann käme ich damit leichter zurecht. Aber was meinst du mit warum? Ja, wenn ich sage zum Beispiel, ich habe das schon länger mit mir rumgeschleppt, ich habe praktisch mit einer Fassade gelebt, ich habe das länger gemerkt, da könnte ich eher mit klarkommen, als einfach so verlassen zu werden, ohne irgendwie eine Erklärung. Mhm. So, ne? Aber weißt du, Wolfgang, so schmerzhaft das ist, das wird wohl jeder nachvollziehen können. Aber das Ganze liegt jetzt schon anderthalb Jahre zurück. Ja. Was willst du da jetzt noch große Erklärung? Die Erklärung ist, dass die dich nicht mehr liebt. Die Erklärung, ne? Wie hart das ist. Die Erklärung ist, dass die jetzt jemand anderen hat, das ist nun mal eine Frau, was ja auch wurscht ist, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Das ist richtig. Dass die jemand anderen liebt, dass die dich nicht, die Frau will dich nicht mehr.
Ja, ja, ist ne? Klar. Was will man, was ist, will man ist da klar, groß erklären? Also sag ich mal, vom Kopf habe ich es ja verstanden. Bloß, das Herz, das sieht halt noch immer zu der Frau. Ne? Nach so einer langen Zeitraum, wenn man zusammen ist, da kann man nicht einfach sagen, so, jetzt schalte ich den Hebel um und ist vorbei. Ne? Es geht also nicht nur um die Erklärung, sondern es geht auch darum, dass du die Frau immer noch liebst. Ich liebe die noch. Ich liebe die noch nach wie vor. Aber weißt du, das ganze Problem ist, wie man jemanden verlässt. Wenn man dabei fair bleibt, dann geht das noch. Aber meine Frau war in der Richtung sehr unfair. Sie hat mich verschuldet, alle Kinder verschuldet und steht nicht dazu. Was heißt verschuldet? Ja, sie hat zum Beispiel einfach Unterschriften gefälscht von meinen Kindern, die also dann eben über 18 sind und hat dann einfach sich Bankvollmacht geholt, hat irgendwelche Sachen auf ihren Namen bestellt und hat die jetzt praktisch damit zurückgelassen. Ne? Kann man das ungefähr beziffern, wie groß der Schaden ist, den sie materiell angerichtet hat? Jetzt insgesamt oder pro Kind? Ja, sagen wir mal insgesamt. Ja, sag ich mal 100.000 Euro. Ja, was ist denn das für eine Frau? Ja, was ist denn das für eine Frau, die ihre 5 Kinder alleine lässt? Wie ist denn der Kontakt zwischen ihr und den Kindern? Ja, der Kontakt ist so, dass sie die zweitjüngste, also die ist 17, da hat sie wohl Kontakt gehalten. Die zweitälteste, die hat mal eine Zeit lang bei ihr gelebt, aber dann, als sie gemerkt hat, dass eben da dieser Lebenswandel war, damit kam sie nicht klar, dann ist sie wieder ausgezogen. Und die jüngste hat auch mal ein paar Monate gelebt bei ihr. Also sie wurde dann gemobbt, ist auch zurückgekommen. Ja, und jetzt ist der Stand der Dinge, also sie ist einmal aus dieser einen Wohnung rausgeflogen, wo sie gewohnt hatte, ist in die nächste Wohnung gezogen, hat da die Miete nicht bezahlt und hat jetzt einfach sang- und klanglos, ohne sich zu verabschieden, einfach hier die Wohnung geräumt und ist in Richtung München gezogen. Das heißt, sie hat die Kinder quasi ein zweites Mal verlassen? Richtig, richtig. So, jetzt muss ich dir aber mal wirklich ganz klar und ganz hart fragen, Wolfgang. Du redest mir was von Liebe, du liebst diese Frau noch, dann geh aber verdammt nochmal ein bisschen gegen dich an und gegen dieses Gefühl an. Was diese Frau dir angetan hat und was sie den Kindern noch antut, kann man so einen Menschen noch lieben? Ja, ich bin selbst meine Gefühle irgendwo nicht klar. Ja. Sag ich mal, vom Verstand her würde ich auch sagen, genau was du mir jetzt mal vermitteln willst, müsste ich eigentlich die, sag ich mal, aus meinem Herzen rausreißen. Ja, du bist sehr verletzt. Du klingst wirklich so als jemand, der auch voller Wut noch ist. Ja, alles. Verletzt, voller Wut, Hilflosigkeit, ja, das ist alles. Ja, das kann ich auch verstehen. Du hast auch allen Grund, sauer zu sein, auch verletzt zu sein. Aber ich glaube, das Allerschlimmste, was du tun kannst, ist, dass du immer wieder nach hinten guckst. Denn dadurch drehst du dich nur im Kreis und kommst überhaupt nicht raus und reißt immer wieder die Wunden auf. Ja, das habe ich schon eingesehen. Nein, die Lösung, es gibt ja keine Lösung. Die Lösung wird nicht sein, die Frau wird aller Höchstwahrscheinlichkeit nach nicht zu dir und zu euch zurückkommen. Nein, das möchte ich auch eigentlich gar nicht mehr. So. Weil da ist der Zug, da ist so viel kaputt, ne? Ja. Aber es ist so, man muss ja normalerweise zumindest das Mindeste, dass man Kontakt hält, dass man, sag ich mal, noch Eltern ist für die Kinder. Ne? Das Sexuelle spielt da ja überhaupt keine Rolle bei. Ne? Weil man soll ja schließlich für die Kinder da sein. Ne? Und das trotzdem tut, noch. Aber das tut sie ja nicht. Das tut sie nicht. Ich meine, es ehrt dich ja sehr, dass du das so siehst. Das finde ich auch in Ordnung. Aber es ist ein weiterer Beweis dafür, was mit dieser Frau los ist, dass sie das nicht tut. Ja. Was hat sie für ein Herz, wenn sie 5 Kinder einfach gehen lässt? Das ist ja unbegreiflich, das Ganze. Ja, das ist richtig. Aber ich finde, für dich ist so wichtig, weil du scheinst mir auch, wie du das so erzählst, du scheinst mir so aufgebracht noch zu sein, dass du da dich allmählich runterfährst, weil es gar keinen Sinn hat, dieser ganzen Sache nachzuschimpfen, nachzutrauern und immer wieder in den eigenen Wunden zu stochern. Ja, das ist richtig, das hat diese Hilflosigkeit, aber dadurch bedingt, du bist total isoliert, ja? Deine Freunde haben dich total verlassen, einmal, weil immer halt diese Geschichte immer noch so ein bisschen verpönt ist in der Öffentlichkeit, ne? Sag ich mal, mit Schwulen und Lesben möchte nicht unbedingt jeder was zu tun haben, weil wo ich hier wohne, das ist im Münsterland, da sind die also sehr konservativ in der Richtung eingestellt. Glaube ich alles. Aber dennoch müsstest du versuchen, vielleicht auch wieder von ganz unten und ganz klein anzufangen, dass du für dich ein neues Leben aufbaust. Weil den Verhältnissen nachzutrauen und nachzujammern bringt ja gar nichts. Das ist richtig. Nur wie gesagt, man kommt hier aus dieser Isolation nicht raus. Einmal durch meine Krankheit, dann natürlich durch das Finanzielle und ich habe überhaupt niemanden mehr. Ich habe nur noch meine Kinder und mich. Ne? Ich habe keine Familie, nichts mehr. Aber du hast deine Kinder. Ja, das ist richtig. 5 Kinder. Das ist ja auch schon mal was. Und die offensichtlich alle zu dir halten. Ne? Ja, ist richtig. Ja. Und da sind ja auch schon Ältere dabei. Die bringen ja auch wieder ein neues Leben, wahrscheinlich mit Freunden und so in dein Umfeld. Das würde ich jetzt mal nicht so niedrig hängen. Das ist ja schon was ganz Tolles.
Stell dir mal vor, die Kinder hätten sich von dir abgewandt. Dann, und du ganz allein da stehst. Ich möchte mal gerne, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Ja, gerne. Vielleicht hat er noch ein paar Ideen, dass man dir noch ein bisschen hilft, dich da auch mehr zu arrangieren mit der, mit der jetzigen Situation. Mhm. Würde ich wohl gerne machen. Ja, du legst bitte auf, Wolfgang, und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, ja. Alles Liebe, alles Gute. Ne? Tschüss. Tschüss. Hier ist Mai Linda, das ist aber ein schöner Name. Mai Linda, hallo. 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 Ist das dein richtiger Name? Mai Linda? Na, ich frage mal. Willst du das jetzt unbedingt wissen? Nein, nein. Um was geht's denn? Also, es geht darum, ich bin 18 Jahre alt. Mhm. Und ich trage jetzt zum dritten Mal ein Kind auf. Ja, zum dritten Mal schon. Ja. Du trägst zum dritten Mal ein Kind aus. Was ist das für eine komische Formulierung? Du wirst zum dritten Mal Mutter, oder was? Ja, genau. Ja. Mhm. Und ich stecke zurzeit mit meinem Freund in einer totalen Krise. Ja. Und, Wann hast du angefangen? Wie alt warst du, als das erste Kind kam? 15. 15. Mit dem Partner, mit dem du jetzt auch zusammen bist? Ja, genau. Mhm. Und dann kam ein zweites Kind. Genau. Und jetzt kommt dein drittes Kind. Genau. Warum? Warum? Ja, ist halt so. Ja, ich meine, das sollte auch nicht, wir alle wissen genügend Bescheid über Verhütung, es sollte nicht passieren, es kann aber dann mal passieren, wenn man so ganz jung ist. Aber warum jetzt schon zum dritten Mal? Ja, waren eigentlich Wunschkinder gewesen. Es waren fünf Kinder gewesen? Wunschkinder. Wunschkinder. Also drei Wunschkinder. Genau. Warum? So jung schon Kinder? So viele Kinder? Ja, leider. Leider, obwohl es Wunschkinder sind? Ja, weil ich... Klär mich mal ein bisschen auf. Ja, ich, wie soll ich sagen, das leider kommt jetzt daher, weil es einfach zu früh war, denke ich mir jetzt. Aber ob es Wunschkinder waren. Mhm. Ja. Wie alt ist denn dein Partner? Wie alt er ist? Ja. Er ist jetzt 25. 25. Und da gibt es jetzt eine Krise. Genau. Und zwar es handelt sich darum, dass er zurzeit total unzuverlässig ist. Und er ist einfach anders wie sonst. Und das schon seit ungefähr über einem Jahr lang geht das schon so. Und aber so richtig hat es angefangen seit 6 Monaten. Mhm. Wir streiten uns nur noch ununterbrochen. Der kommt seit einem halben Jahr, kommt er total spät nach Hause und Drogen nimmt er und was weiß ich. Und der hat jetzt auch zu härteren Drogen zugegriffen und alles. Und ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Und ich bin so ein Mensch, ich halte zwar viel aus und alles, aber irgendwann mal erreiche ich selber eine Grenze, wo ich mir denke, so, und jetzt langt es einfach. Und diese Grenze habe ich jetzt auch erreicht. Und ich denke mir einfach, ich will jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß weder ein noch aus, noch sonst irgendwas dergleichen. Mhm. In wie vielen Monat bist du jetzt schwanger? Im zweiten. Also Anfang dritten. Hm. Jetzt muss ich doch nochmal fragen, weil mir das nicht eingängig ist. Du sagst, es sind Wunschkinder gewesen. Du hast mit 15 dein erstes Kind bekommen. Ja, genau. Warum wünscht man sich so früh Kinder? Warum habt ihr nicht verhütet? Wir haben es einfach drauf ankommen lassen, weil wir einfach gewusst haben, gut, es wird klappen mit uns und fertig aus. Ich meine, ich war damals auch schon etwas frühreif gewesen und alles. Mhm. Und man hat einfach nicht vorausgedacht. Mhm. Er war damals 21, mhm. Ich war 15, ich habe ihn aber schon davor schon gekannt mit 13 und alles. Okay, aber jetzt ist ein drittes Kind unterwegs und das ist seit einiger Zeit, ist es gar nicht mehr so toll zwischen euch beiden. Warum habt ihr denn jetzt nicht zumindest nachdem zwei Kinder da waren, für euch so die Notbremse gezogen und habt gedacht, naja, nun wollen wir die erstmal großziehen, ein drittes kann ja irgendwann noch kommen, aber jetzt wollen wir keins. Warum? Das war so gewesen, ich vertrage wirklich Pillen, absolut nicht, gar nicht. Und der Herr war sich halt einfach zu fein zu verhüten. Mhm. Es war dann auch so gewesen, dass wir auch dann wirklich gestritten haben und alles, Geschlechtsverkehr miteinander zu haben. Mhm. Bloß irgendwie kam das dann doch dazu und dann ist es halt passiert. Aber wie gesagt, wir haben es schon immer drauf ankommen lassen. Ja. Ihr seid nicht verheiratet? Nee, nicht standesamtlich. Nicht standesamtlich. Mhm.
Ist er denn davon begeistert, dass du jetzt wieder schwanger bist? Oder kann seine seltsamen... Ja, er freut sich schon. Ja. Er freut sich schon. Mhm. Verhält sich aber dennoch so, wie du es gerade beschrieben hast und was dann letztendlich jetzt zu einer Krise geführt hat. Ja, genau. Hast du denn dein Unbehagen und dein Unwohlsein, hast du ihm das schon alles mal so klar auf den Tisch gelegt? Das mache ich tagtäglich. Das machst du tagtäglich? Mhm. Wie reagiert er dann darauf? Er ist sich seiner Sache nicht so bewusst. Wie gesagt, er nimmt Drogen und er ist sich seiner Sache nicht bewusst. Ja, was heißt, er ist sich seiner Sache nicht bewusst? Aber wenn du ihm das fünfte oder sechste Mal sagst, dann müsste er doch irgendwie mal ein bisschen hellhörig werden. Und ja, natürlich, aber das will er irgendwie gar nicht einsehen. Ihn interessiert das irgendwie alles gar nicht, was ich zurzeit fühle. Er ist zurzeit so total kalt zu mir und alles. Mhm. Und wenn ich ihn dann darauf anspreche, was los ist, warum er so ist, wie er ist, ja, dann kommt einfach nur rüber, ich bin so. Mhm. Mhm. Also der junge Mann lebt die Ego-Schiene im Moment. Ja, genau so. Kann man so sagen. Ne? Eigentlich muss er verdammt viel Verantwortung tragen. Er hat eine junge Frau, er hat bald drei Kinder. Genau. Und kann sich nicht den Kopf zudröhnen mit irgendwelchen Drogen. Das dürfte er nicht. Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Ist es bei dir so schlimm, dass du Angst hast, dass die Beziehung zerbrechen könnte? Ja. Also ich bin so ein Mensch, ich bin absolut nicht anhänglich, nein. Aber ich bin zur Zeit total anhänglich zu ihm geworden, weil ich mir einfach Sorgen um ihn mache. Nicht, dass er sich irgendwie dann eine Überdosis gibt an Kokain oder was weiß denn ich. Hm. Ich mache mir einfach darüber Gedanken und ich weiß nicht, ich weiß doch selber nicht. Wie finanziert er seine Drogen? Er ist Autohändler, also er hat einen eigenen Autoplatz und alles und also wir leben eigentlich relativ gut, also finanzielle Probleme haben wir absolut nicht, gar nicht. Hast du ihm irgendwann schon mal so klar gesagt, dass du ihn auch verlassen würdest, wenn er sich nicht verändert und verbessert? Ja. Mhm. Und das nimmt er auch nicht ernst? Doch, dann gab es mal eine Zeit lang, da hat das wirklich ans Herz genommen, weil er hängt an meiner älteren Tochter sehr. Mhm. Und er hat sich dann wirklich zu Herzen genommen und an eurer, ja, ich war gerade, ja, sind ja eure Kinder, eure gemeinsamen Kinder. Ne? Ja, genau. Aber dann verfliegt das auch schnell wieder und dann war es das. Ist er zu dir, verhält er sich zumindest körperlich korrekt? Das heißt, schlägt er dich nicht? Es gibt manchmal Situationen, da würde er schon gerne mir ein paar geben, so ein paar Ohrfeigen. Hat er das schon mal gemacht? Ja, das hat er einmal gemacht. Mhm. Wie war das denn für dich? Wie fandest du das? Ja, ich war schockiert, ich war sprachlos, ich habe gar nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Und ich bin ausgeflippt, aber ich bin sowieso so ein kleiner, zierlicher Mensch und eher so eine große Gestalt. Und dann bin ich lieber ruhig, bevor ich was Falsches sage. Das Problem, Maylinda, ist, glaube ich, dass du dem wirklich in aller Schärfe klar machen musst, wie ernst das ist, dass er wach wird. Er scheint ja offensichtlich auch arge Probleme mit sich zu haben. Ja, das stimmt. Ja, dass er vielleicht irgendwie irgendwas versucht, auch dass er seine Probleme in den Griff bekommt. Aber dass ihm zumindest die Situation klar wird, dass er nicht nur sich im Moment kaputt macht, sondern unter Umständen auch seine junge, kleine Familie. Und du müsstest dann natürlich auch die Konsequenz zeigen, irgendwann dann auch zu handeln. Damit nicht er den Eindruck hat, naja, die redet und redet und redet und ich kann doch mein Ding durchziehen. Das ist das Problem. Ja, klar, bloß er will zurzeit einfach nicht hören. Bei ihm ist es zurzeit so, er macht alles nur das, was ihm gefällt. Mhm. Ja, aber deshalb muss man ihm klare Grenzen aufzeigen. Weißt du was? Die Sendung ist gleich vorbei. Ich gucke hier auf die Uhr. Wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Ist in Ordnung. Okay, bis gleich. Bis dann, ciao. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Katrin Pausen, bei Roland Lohr, Johanna Knurer, Dirk Winhüsen, Florian Jocham, Christian Großpitz und Peter Ofsianowski. Wir sind morgen mit unserem Pommy Talk da. Frank Schätzing ist mein Gast um 23.45 Uhr im WDR Fernsehen.